Hallo liebe Modellbahnfreunde, hier ist wieder Aquapainter aka Uli und zwar mit der Spur Z-Anlage in Digital und zwar die Steampunk in Folge 3. Die Frage, hier steht es gerade geschrieben, wie geht es weiter, was macht der Streckenbauer, ist das Ganze eine wilde Planung oder was soll das jetzt hier? Zuallererst, Vorhang auf, ein automatisch funktionierendes Rollo. Der Marke Eigenbau. Man sieht das Rollo ja hier im Foto ganz drin und hier ist ein Modell Motor, Getriebemotor, angetrieben über eine ganz einfache Technik über Modellbaukastenteile. Also funktioniert großartig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber okay, lassen wir mal dazu. Da kommt sowieso noch mal eine extra Folge, weil hier wäre ich noch eine Schaltung zu bauen. Aber das werden wir ganz separat dann nochmal behandeln, das Thema. Schöne nette Sache. Wie gesagt, die Anlage ist im Schrank und die soll ja nicht unbedingt zu sehen sein, wenn man mein Zimmer betritt. Ja, hier sehen wir jetzt mal die Gleise. Ich habe es mal hübsch aufgereiht, was ich hier so habe. Neue Gleise, gebrauchte Gleise. Wir sehen es hier, die Abkoppelgleise, Weichen links und rechts, dann Kurvenweichen, alle möglichen Typen. Aber wenn wir die Weichen hier so sehen, das sind ja die elektromagnetischen, also die elektrischen Weichen, die werden so nicht bleiben. Das heißt, die bekommen alle den Elektroantrieb abgetrennt, abgeschnitten. Das werde ich auch separat in einem Video bringen. Und bekommen alle, wie das viele auch machen, einen Unterflurantrieb. Wäre ich ein separates Video zu machen, wie ich das Ganze handhaben werde, wie ich das löse, wie ich das gerne machen möchte, das werden wahrscheinlich viele andere auch so machen. Aber ist egal, ich bringe es auch bei, es gehört zu meiner Anlage einfach mit dazu. Hier sehen wir die verschiedenen Weichen mal noch geraden, hier die 11 cm Teile, dann hier hinten die kleinen Gleise mit rein, dann die Kurvenradien, die verschiedenen, ja die größeren Kurven, die kleineren Kurven, alles was hier so halt dazugehört, ist hier mal von mir auf den Haufen gelegt worden. Wir sehen die Gleise, das sind keine neuen, teilweise sind es neue, aber viele sind von mir als gebrauchte Gleise genommen worden, die ich noch hatte. Habe auch ein paar dazu gekauft nochmal. Die mache ich mir alle sauber und noch dazu werden die Gleise ja später sowieso alle mit Airbrush gealtert. Sagen viele dazu, ich sag's mal, witterungsmäßig angepasst. Hier oben, die werde ich wahrscheinlich nicht verwenden, weil da kommt eine normale elektronische Lösung rein für die Gleisschleife oder Kehrschleife. Und ob ich es überhaupt brauche, ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, meine Bahn ist zwar erfasst von mir in einem Gleisprogramm, aber ich habe es. Nee, ich habe mir vorgenommen, ich möchte so bauen, wie mir es in den Kopf kommt, wie ich Spaß an dieser Anlage empfinden werde. Und hier sehen wir schon mal die ersten Anfänge hier dazu. Ich hatte es ja damals erwähnt, dass die oberen Gleise natürlich innerhalb der Fototapete reinkommen. Ne? Deswegen hing die ja so weit oben. Also die Bahn wird auf diesem relativ kleinen Raum, kann man ja so sagen, das ist ja die schmale Seite hier drüben mit ca. 50, 60 cm. Wird die hier drüben dann bebaut werden, ist eine ordentliche Höhe, liegt so bei 37 cm. Das muss ich also alles überwinden. Hier hatte ich so ein paar Gedanken noch gehabt, wie ich das bauen möchte. Hier oben rechts wird wahrscheinlich eine kleine Fabrik kommen. Ich muss sehen, wie gesagt, es ist ja eine Steampunk-Anlage, nennt die sich ja. Also hier wird alles ein bisschen mit Fantasieindustrie zugebaut werden, weil das Steampunk, wie wir es damals hatten, das will ich im Grunde genommen weiter spinnen, als wenn es das noch geben würde. Ich fahre natürlich auch Dieselloks und nicht Dampfloks. Also wenn man jetzt vermutet, dass ich hier eine reine Dampflok-Geschichte machen werde. Nein, ich spinne die Sache einfach nur weiter. Also reine Fantasiestrecke. Ja, also nichts hier, wie ich schon mal sagte, mit Heile Welt und Bergdorf und sowas. Das ist hier nicht der Fall. Hier soll es ein bisschen verrückter werden. Und das, denke ich mal, wird es auch werden. Hier haben wir nur noch eine Aufnahme von, wie ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe mit den Gleisen. Jetzt möchte ich auch mal ganz kurz noch zu den Waggons kommen, die wir hier sehen. Und zwar, ich hatte es ja erwähnt oder angesprochen, das ist übrigens nur eine kleine Auswahl von dem, was ich habe, dass ich die Waggons, die kurzen, verwende. Ich mag die langen Waggons nicht bei kleinen Kurvenradien. Mag ich es einfach nicht. Große Kurvenradien wäre das okay. Und zwar möchte ich die alle beleuchten. Auch das zu der Frage, wie geht es weiter? Da wäre ich ein eigenes Video zu machen, weil die kleinen Waggons wollen natürlich auch kleine Technik reinbekommen. Hier sehen wir schon die LED-Streifen, die oben dann in die Dächer reinkommen.
die passenden Kondensatoren. Ich habe natürlich versucht, kleine zu wählen. Hier sehen wir die Gleichrichter noch, die kommen mit rein. Und hier rechts die Platinen mit den Relais. Das wird für die Schaltung werden, für das Rollo, was am Anfang automatisch, mehr oder weniger automatisch, elektrisch hochging. Ja, die Waggons, das sehen wir hier, das sind so kleine, ja, das sind verschiedene. Ich habe hier so ein dunkelgrün und eine Khaki-Farben, eine rote. Also man sieht aber ganz gut, dass das sehr kleine Waggons sind, dass ich nicht die modernen großen nehme. Und hier habe ich jetzt mal einen ausgewählt, der natürlich die Räder in Plastik hat. Das heißt, da muss ich zum Beispiel noch die Metallräder anbringen, wie wir es bei den roten und bei dem unteren Waggon sehen. Da geht das ganz gut. Hier oben im Bild sehen wir die Schleifer, die unten angebracht werden. Wie gesagt, das mache ich mal in einem separaten Video, wie das eingebaut wird, wie ich das einbaue. Andere werden es wahrscheinlich auch machen, aber anders oder auch genauso. Ich weiß es nicht, ist mir auch relativ egal. Ich mache es halt so, wie ich es gerne möchte und werde die ganzen Sachen dann da in diese kleinen Waggons, hier mit diesen Gleichrichtern zum Beispiel, die müssen mit rein. Dann wieder die Kondensatoren, was ich gleich hier zeigen werde. Ja, ich vertone das Video nach. Hier sehen wir nochmal die LED-Stripes, die oben reingeklebt werden. Die sind also selbstklebend, die kommen in den Dächer. Hier sehen wir jetzt die Kondensatoren. Und da halte ich es mal so ein bisschen an die Seite ran. Die werde ich also irgendwo an der Seite des Waggons natürlich von innen verstecken, sodass das dann nicht oder kaum zu sehen sein wird. Ich werde das versuchen, auch schwarz zu machen und dann auf der gegenüberliegenden Seite. Das heißt, ich werde die Lampen nicht genau in die Mitte anbringen, sondern mehr auf einer Seite. Auf der anderen Seite wird dann der Kondensator sein. Den möchte ich natürlich nicht beleuchten. Ist auch klar. Ja, hier sehen wir mal die kleinen Loks, die ich so habe. Das wird nur eine kleine Auswahl, die ich immer so auf meinen Test-Oval benutze. Hier sehen wir nochmal andere schöne Waggons, die ich sehr, sehr mag. Und ich werde natürlich auch einige Waggons fahren, mit als Güterwaggons. Okay, meine Freunde, das soll es mal gewesen sein. Viel mehr habe ich noch gar nicht gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Klickt doch mal auf Abonnieren, würde ich mich freuen. Vielleicht habt ihr einen Kommentar als Anregung oder irgendwas dabei. Und dann sage ich, macht's schön gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Aquapenta, aka Uli. Und tschüssi.